Warte, schauen wir uns mal die Scheinwerfer an. Ich glaube, ja. Und das typische Problem kennen mittlerweile andere. Kunststoffgläser werden matt, die Beschichtung wird schlechter. Ja, und sauber machen oder nass machen hilft nur kurzfristig. Der Rest ist leider dann nach kurz. So, hier haben wir den Inhalt dieses Reinigungssets. Das übliche kann man fast sagen, Schleifpapiere in allen Körnungen von 180 bis 1200. Damit werde ich die Scheinwerfer vorbehandeln. Ja, und dann die Zauberflüssigkeit und den Bedampfer. Ich habe das im Internet gesehen in einem YouTube-Video und das sah sehr, sehr wirksam aus. Ich werde es nachher... So, nächste Phase. Ich habe dann mal versucht, das Ganze abzukleben. Komischerweise sieht das in den professionellen Videos dann auch immer ganz anders aus. Bei mir eher so dahingeschludert. Aber ich hoffe mal, es reicht, um ja, gegen das Schmirgelpapier zu wirken, damit es nicht auf den Lack kommt. Okay, so, nach der Behandlung mit dem 180er Schleifpapier ist das Ergebnis natürlich genauso, wie ich es erwartet habe, grausam. Ja, also jetzt würde ich in der Phase die Dinger einfach wegschmeißen. Ja, sondern das sieht eher aus wie, das wird nichts mehr. So, wir sind jetzt beim 600er angelangt und ja, ich kann einfach nur hoffen, der alte Restaurationsgrundsatz gilt. Es muss erst ganz schlimm werden, bevor es besser wird. Und sagen wir mal so, ich sehe jetzt eine gewisse Gleichmäßigkeit, aber auch eine absolute Blindheit der Scheinwerfer. Und ja, wir werden jetzt sehen, die nächsten Stufen ist 800er und so, das ist das Ergebnis nach der Behandlung mit dem 1200er Papier. Und ja, wenn jetzt nicht ein Wunder passiert, dann brauche ich, glaube ich, neue Scheinwerfer, denn ja, das sieht eher nach ganz bescheiden aus und ich bin echt mal gespannt, was jetzt... So, jetzt haben wir alles soweit entfernt und ja, es sieht immer noch sehr bescheiden aus und der entscheidende Moment kommt jetzt gleich. Ja, ich habe hier die Flüssigkeit, die in dem Verdampfer oder in diesem Gehäuse jetzt drin ist, welches ihn erhitzt und nachher dann beim Verdampfen aus diesem... Also das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, ja, glaubt man nur, wenn man es live gesehen hat. Ihr habt den Scheinwerfer eben gesehen. Ich mache es jetzt einfach mal live an dem kleinen Nebelscheinwerfer. Das ist der absolute Wahnsinn. Schaut es euch an. Ja, it's magic, sag ich nur. Absoluter Wahnsinn. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, das Ergebnis ist ausnahmsweise mal genauso oder vielleicht sogar noch besser, als ich es im Internet gesehen habe. Der absolute Wahnsinn. Ja, die Scheinwerfer sehen einfach aus wie neu. Klar, die Steinschläge oder so, wenn man mit der Lupe drüber gucken würde, das kann man auch nicht rauspolieren, das ist ganz klar. Aber diese schlechte Schicht, was drüber war, dieser Dreck und so weiter, es ist weg. Und die Scheinwerfer sind jetzt wieder so, wie sie sein sollen. Absoluter Wahnsinn. Wie lange das hält, weiß ich jetzt noch nicht. Weil das ist ja immer das Kritische. Kurz sieht ja alles immer gut aus. Ob man da jetzt mit so einer Zweischicht Lackierung in Anführungsstrichen, oder gibt es ja so, ein Schutzspray, das habe ich auch. Habe ich jetzt, wende ich mal noch nicht an. Ich möchte erstmal sehen, wie es läuft. Und eventuell würde ich es beim nächsten Mal dann mit dieser Zwei-Komponenten-Lackierung nochmal versuchen, die auch bei den normalen Scheinwerfern ja drüber ist und genau die, die sich nach einer Zeit dann eben löst und damit dieses Gelbliche bzw. dieses Fleckige auslöst. Ich lasse es jetzt erstmal so, bin hochzufrieden. Zum Abschluss dann noch einmal den beliebten Vorher-Nachher-Vergleich. In dem Fall müsste man wahrscheinlich nichts zu den Bildern sagen, sondern könnte sie einfach für sich sprechen lassen. Aber das Ergebnis ist schon eindeutig und wie ich bereits gesagt habe, über die Nachhaltigkeit werde ich berichten. Das erste Ergebnis ist sehr gut und auch für jeden ersichtlich.
Das Geheimnis liegt natürlich wie immer in der Arbeit selber. Das heißt, wie ich schleife, wie intensiv bzw. wie genau ich das Ganze mache. Und da gilt ganz einfach mehr Zeitaufwand oder genaueres Arbeiten bedeutet wahrscheinlich einmal noch ein besseres Ergebnis. Das war jetzt mein erster Versuch und ich werde es in einem weiteren Test dann nochmal an dem nächsten Fahrzeug probieren und schauen, wie weit man damit kommt, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit und Energie reinsteckt.